Es ist nicht übertrieben, wenn Pfarrer Kneipp in seinen Schriften behauptet, es sei für jede Krankheit ein Kraut gewachsen. Je mehr ich mich in die Heilkräuterkunde vertiefe, desto größere Wunder erlebe ich. Viele Menschen sterben alljährlich an solchen Krebsgeschwüren auf schmerzvolle Art, obwohl es dagegen Heilkräuter gibt. Wie gesünder und lebensfroher könnten wir alle sein, wenn wir mehr Verständnis für unsere Heilkräuter aufbringen würden. In den Augen der Unwissenden sind es allerdings nur Unkräuter. Beginnen Sie, sich um die Kräuter mehr zu kümmern, und Sie werden langsam alle Beschwerden verlieren. Ja, ihr Lieben, das war ein Zitat von Maria Treben aus ihrem Buch Gesundheit aus der Apotheke Gottes. Auch wer mit Gott nichts am Hut haben sollte, dem empfehle ich dieses Buch dennoch, denn Maria Treben hat wirklich die wesentlichsten Erkenntnisse ihrer Zeit zum Heilkräuterwissen zusammengetragen. Und das Buch lässt sich auch mitnehmen, wenn man mal in der Natur unterwegs ist. Ich packe es in die Videobeschreibung aus persönlicher Überzeugung, deswegen nicht als Link, also ich kriege da auch nichts dafür. Der Spitzwegerich ist meine Lieblingspflanze. Wenn ich mir einen aussuchen müsste, wäre er es. Es ist einfach ein Multitalent. Er kann bei so vielen Beschwerden und Problemen genutzt werden. Gerade bei einer Sache, die mich immer mal betrifft, ist er mir wirklich ein Freund geworden in der Natur. Und der Spitzwegerich hat auch den Vorteil, man findet ihn fast weltweit und fast das ganze Jahr. Selbst jetzt unter der Schneedecke, gut, die wird gerade weggeregnet, aber ich würde ihn auch im Winter finden, weil ich weiß, wo er steht. Und da hält er seine frischen Blätter auch im Winter für mich bereit. Das heißt, ich kann ihn das ganze Jahr frisch nutzen. Er hat auch ein bisschen den Nachteil, er lässt sich ganz schwer trocknen. Wenn der Spitzwegerich nicht optimale Bedingungen hat zum Trocknen, dann werden die Blätter schwarz und dann können sie ja auf den Kompost und zur Erde werden wieder. Das gelingt nur in den seltensten Fällen, wenn ich das versuche, zumindest außerhalb des Dörrautomaten. Wenn er schon das ganze Jahr verfügbar ist, ist meine Erkenntnis daraus, ich nutze ihn einfach frisch, wenn ich ihn brauche. Das Zitat vom Anfang von Maria Treben findet sich tatsächlich im Kapitel zum Spitzwegerich. Der Spitzwegerich ist vielleicht bekannt als das Wundheilmittel schlechthin. Schon in uralten Zeiten und weltweit verbreitet wird er benutzt zur Wundheilung. Vom Insektenstich über den Hundebiss bis hin zu offenen Wunden, die seit vielen Jahren nicht heilen wollen, ist der Spitzwegerich sehr erfolgreich angewandt worden. Vielleicht ist er euch auch bekannt als ein starkes und gut wirksames Heilmittel bei Husten, bei Erkältungskrankheiten, bei allen möglichen Erkrankungen, die die Atemwege betreffen. In den alten Heilbüchern wird auch erwähnt, dass der Breitwegerich genauso gut wirkt wie der Spitzwegerich. Natürlich gibt es auch noch weitere Wegericharten. Die haben im Grunde dieselben Inhaltsstoffe und können tatsächlich im Notfall alle benutzt werden. Wenn man aber die wirksamste Pflanze wählen will, ist das nach neuester Forschung tatsächlich der Spitzwegerich. Maria Treben hat den Spitzwegerich, auch den Breitwegerich, damals schon benutzt bei allen Erkrankungen der Atmungsorgane. Bei starken Verschleimungen, bei Husten, auch bei Asthma oder Keuschhusten, auch bei Tuberkulose wurde der Spitzwegerich sehr erfolgreich eingesetzt. Auch Kräuterfacher Künzel erwähnt, dass die ganze Pflanze benutzt werden kann, von der Wurzel über die Blätter bis hin zur Blüte. Alle Teile sind tatsächlich essbar und wir können sie auch als Medizin benutzen. Ich schaue da besonders gerne in die alten Werke der Kräuterleute, weil man in den modernen Zusammenfassungen, ob in Büchern oder im Internet, meistens nur noch Bruchteile von den eigentlichen Wirkungsweisen und Anwendungsmöglichkeiten zu früheren Zeiten erfahren kann. Deswegen finde ich die alten Bücher doch noch wertvoll. Gerade wenn uns heute hier und da vielleicht moderne Mittel mangeln, lohnt es sich doch, hier nochmal einen Blick genauer hinzuwerfen. Der Spitzwegerich ist auch für seine blutreinigende Wirkung bekannt. Er wird gerne für Frühjahrskuren eingesetzt. Er kann den Körper entgiften und reinigen. Bei Husten ist vielleicht auch bekannt, dass man mit dem Spitzwegerich und Honig oder mit dem Spitzwegerich und Zucker auch Auszüge herstellen kann, den sogenannten Spitzwegerich-Sirup. Den gibt man danach durch ein Sieb, also holt die Blätter nach mehreren Wochen auch wieder raus und gewinnt einen Sirup, einen Spitzwegerichsaft, der einen wunderbaren Hustensaft ergibt. Maria Treben hat den Spitzwegerich auch insbesondere eingesetzt, ja, bei schlechtem Blut, bei blassem Aussehen, bei schwachen Kindern, die trotz guter Kost ja einfach nicht kräftiger werden wollen, auch bei schwachen Lungen und bei Nierenproblemen wurde der Spitzwegerich als Teeaufguss eingesetzt. Nicht nur bei leichten Erkältungskrankheiten und Husten, sondern auch bei handfesten Lungenerkrankungen, bei Entzündungen, bei Bronchitis ist der Spitzwegerich ein geeignetes Hausmittel gewesen, der heilsam war.
Auf jeden Fall empfiehlt Maria Treben, den Spitzwegerich, die Samen zu essen, täglich 8 Gramm am Tag und dazu Spitzwegerich-Tee zu trinken, um der sogenannten Steinbildung vorzubeugen. Das können zum Beispiel Nierensteine, Blasensteine, Gallensteine sein. Der Spitzwegerich gilt früher wie heute als das Pflaster der Natur. Er ist ein wunderbares Wundheilmittel und auch Maria Treben erwähnt ihn schon bei Wespenstichen, bei Bissen jeder Art, auch von wilden Hunden, bei giftigen Tieren und Schlangenbissen. Maria Treben geht hier auch noch eine ganze Ecke weiter und erwähnt auch bösartige Geschwülste. Auf Neudeutsch sind das Krebserkrankungen. Ich denke, Hautkrebs ist hier gemeint. Ich zitiere das mal aus ihrem Werk. Jeder auch noch so bösartige Geschwulst vergeht, wenn man sie mit frischen, zerriebenen Blättern behandelt. So helfen die Blätter auf die befallenen Stellen gelegt, auch bei bösartigen Drüsenerkrankungen. In diesen Fällen ist es gut, frischen Majoran in Olivenöl anzusetzen. Man gibt den Majoran in eine Flasche, gießt Öl darüber und lässt sie 10 Tage an einem warmen Ort stehen. Das gewonnene Öl streicht man auf die erkrankten Drüsen, legt die zerriebenen Wegerichblätter darüber und verbindet die Stelle mit einem Tuch. In kurzer Zeit wird Besserung eintreten. Das nochmal als Zitat von Maria Treben. Nun bin ich zwar kein Arzt und weiß trotzdem, dass wir viele Drüsen haben. Bösartige Drüsenerkrankungen. Ich bin mir nicht sicher, wie man das konkret heute übersetzt, aber wer glaubt, an so einer Geschichte irgendwie beteiligt zu sein, kann da ja gerne nochmal selber in die Recherche gehen. Mein Lieblingsheilkraut war der Spitzwegerich vorher schon, aber immer wenn ich zu dem Pflänzchen nochmal ein bisschen tiefer in die Materie gehe, tun sich neue Welten auf. Ich denke, gerade die Pflänzchen, die uns vor der Nase stehen, die genau da wachsen, wo wir gehen und stehen, die sollten wir vielleicht noch etwas genauer in den Blick nehmen. Ja, ihr Lieben, zum Spitzwegerich gibt's schon 2 Videos, wo der drin vorkommt. Ich packe dir euch mal in die Videobeschreibung, wenn ihr den gern nochmal genauer sehen wollt, auch nochmal sehen wollt, wie es aussieht, wenn man da Tee draus macht. Und ihr könnt auch gerne sehen, was unser Kräutermentor, der Matthias Brendel, zum Spitzwegerich zu sagen hat. Ich hoffe, auch heute war wieder etwas Interessantes und Neues für euch dabei. Freut euch aufs nächste Mal, ihr Lieben. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss!